Ich bin anders als die anderen. In diesem Video erfährst du, wie dein Makel zu deiner persönlichen Stärke wird. Herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Mein Name ist Karin und ich bin hochsensibel und trockene Alkoholikerin. Und auf meinem Kanal geht es um heilsames Mahlen für sensible Menschen. Ja, ich bin anders als die anderen, verfolgt mich ehrlich gesagt ein Leben lang schon. Das begann als Kind, hat sich so dann durchgezogen durch die ganze Pubertät, durchs Erwachsenenalter und. Aber was noch schlimmer war, das war dann, was meine Mutter sich anhören musste, mit dem Kind stimmt was nicht. Und im heutigen Video erfährst du Vorteile, auch wirklich anders zu sein als die anderen. Und es ist ein Vortrag für hochsensible Persönlichkeiten. Ja, ich bin anders als die anderen, mit dem Kind stimmt etwas nicht. Das sind so die Statements, die oft Mütter bekommen, die man selber empfindet. Und ich habe ja viele Jahre meine Andersartigkeit einfach unterdrückt oder ignoriert, was überhaupt nicht funktioniert hat. Dann in den 30s habe ich Drogen, Alkohol und Medikamente eingesetzt, was noch weniger funktioniert hat. Und dann so mit 37 habe ich ja aufgehört. Seitdem lebe ich trocken und clean. Und dann in den 40ern bekam ja dann diese Andersartigkeit einen Namen, nämlich Hochsensibilität. Ja, worüber ich heute mit dir oder mit euch sprechen möchte, ist Makel als Schönheit erkennen. Da sieht man Else, viele Bilder sind ja entstanden in der Zeit, wo ich gewachsen bin, wo ich mich mit HSP auseinandergesetzt habe. Nämlich dann zu erkennen, dass dieser Makel, der also von außen, ich bin anders als die anderen, eigentlich eine Schönheit ist, eine Andersartigkeit, die gepflegt werden soll und muss. Es ist eine Gabe. Ja, und die große Frage oder die Gretchenfrage ist ja, wie beginnen? Wie beginne ich eben diesen Makel als etwas Positives zu empfinden? Ganz klar, beginne mit deiner persönlichen Liste. Schreibe deine besonderen Fähigkeiten auf und gestalte dein persönliches Tagebuch für Hochsensible. Wenn du damit mal beginnst, dann wirst du sehen, dass da ganz wundervolle Dinge passieren oder du, anders ausgedrückt, achtsamer wirst für deine besondere Gabe. Und das wollen wir uns jetzt auch mal anschauen. Besondere Merkmale von hochsensiblen Persönlichkeiten. Also ich kann natürlich jetzt in diesem Video nicht alles reinpacken. Das würde das ganze Video sprengen. Dafür gibt es ja auch Workshops, die gehen den ganzen Tag teilweise. Aber Sinne wie Gehör und Geruch sind oftmals sehr außergewöhnlich ausgeprägt. Und dann auch dieses Gespür für innere Abläufe. Hören, riechen, schmecken, also die Sinne eben sind davon betroffen. Und es ist so, dass man da auch wirklich sehr profitieren kann. Positive Aspekte der Gabe, Gefahr wird eher gehört und auch gerochen. Beispiel Wasserschaden, vergorenes oder angebranntes Essen, Gerüche, die nicht gesund sind. Also bei uns war es tatsächlich so, wir hatten hier einen Wasserschaden und davon wusste kein Mensch. Und in einer ruhigen Minute hörte ich dieses Tropfen, das war ganz leicht und ich bin wirklich, bin auf Knien in der Küche rumgerutscht und habe diesen Wasserschaden dann tatsächlich entdeckt und konnte den abwenden, weil es hat wirklich sonst überhaupt niemand mitbekommen. Dann auch das mit Essen. Essen ist auch so ein Thema. Wir riechen schneller, was nicht gut ist oder jetzt bei mir mit Alkohol, ja, etliche Male habe ich in Lebensmitteln schon Alkohol gerochen, obwohl überhaupt nichts drauf stand. Ja? Einfach, weil ich so sensibel bin für Gerüche. Dann für das Gespür für den eigenen Körper. Und das finde ich wesentlich interessanter und spannender. Blutdruck ist ein Thema. Viele Ärzte, als ich mal schwer krank war,
haben mir mitgeteilt, also Frau Henningsen, den Blutdruck, das kriegen Sie nicht mit, wenn der erhöht ist. Das stimmt nicht. Ich kriege meinen erhöhten Blutdruck mit. Ja, und auch nicht erst, wenn er über 200 ist, sondern ich bekomme das mit. Wenn ich einen Blutdruck von 140, sagen wir mal, zu 90 habe, dann merke ich das schon. Körpertemperatur ist das Gleiche. Ich bekomme eine 0,5 Grad, wenn sich der Körper um 0,5 Grad erhöht, dann kriege ich das mit. Andere sind da völlig, merken nicht mal ein Grad, ne? Dann, was ich auch immer total spannend empfinde, ist dieses Fühlen, was der Körper an Vitaminen benötigt. Ja? Also wenn man durch einen Lebensmittelladen geht, vielleicht nicht unbedingt, wenn man hungrig ist. Also auch dann gehe ich wie jeder andere auch auf Schokolade los, wie eine Irre, obwohl ich die überhaupt nicht vertrage. Das wäre zum Beispiel auch mal ein Thema. Nämlich bestimmte Lebensmittel vertragen wir überhaupt nicht. Aber mein Körper erzählt mir ganz genau, was er benötigt. Aber, das ist mit dem Aber verbunden, dafür brauche ich regelmäßige Ruhephasen. Wenn ich mich im permanenten Stress befinde, dann bekomme ich die Signale des Körpers natürlich nicht mit. Also die Signale des Körpers erkenne ich wesentlich schneller, spüre ich wesentlich schneller als meine Mitmenschen, die nicht hochsensibel sind. Und zu guter Letzt, ich rieche, also bei mir ist ja die Hochsensibilität ziemlich auf Geruchssinn, Schmecken, ja doch Schmecken auch und Hören. Und ich habe die Fähigkeit, Krankheiten zu riechen. Ja, also ich rieche oft, wenn ich mit Menschen zusammen bin, dann rieche ich eine Erkrankung, die im Körper gerade tobt. Ja, Bronchitis zum Beispiel kann ich riechen. Also es sind so ein paar Sachen, die erkenne ich am Geruch. Jetzt muss ich noch mal kurz überlegen, eine kurze Pause mal machen, was sonst noch mit diesem Körper so auf sich hat. Sehen, ja. Also auch in früheren Zeiten waren ja viele hochsensible Persönlichkeiten, Heiler, Priester, was absolut Sinn macht. So ist es bei mir auch mit Sehen. Ich habe ja jetzt nicht einen direkten Heilerberuf, sondern ich berate oder begleite Menschen in schwierigen Situationen. Aber ich sehe, wenn ich Menschen im Ganzen mir betrachte, in aller Ruhe, auch da erkenne ich häufig so eine gewisse Disharmonie. Oder ich betrachte mir die Beine und sehe und denke mir, die schauen nicht wirklich gut aus, da sind die Venen verstopft. Das sieht man, da schreit mein ganzer Körper fast. Oh, das ist eine Disharmonie, das passt nicht. Ne? Aber gut, ich muss ja auch ein bisschen vorsichtig sein. Ich mache hier jetzt auch keine Heilversprechen. Ja, dann kommen wir zum weiteren sehr spannenden Thema, nämlich Hochsensibilität und Kreativität. Die meisten oder viele hochsensible Persönlichkeiten sind einfach kreativ oder oftmals wissen sie es vielleicht gar nicht. Sie denken dann, nee, eigentlich wirklich kreativ bin ich doch gar nicht. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich arbeite ja viel mit oder coache und berate ja viele, auch hochsensible Persönlichkeiten. Und die meisten haben irgendwo eine kreative Ader. Es muss jetzt nicht malen sein wie bei mir. Es kann ja auch Musik, es kann alles Mögliche sein. Ne? Also meine Empfehlung ganz klar, benutze deine Kreativität im Alltag. Denke kreativ. Das kann man üben, ne? Dieses Querbeetdenken. Ja, rechts, links, die Dinge von verschiedenen Seiten betrachten. Denke kreativ, denke groß, denke kreativ. Dann vom problembehafteten Denken zum lösungsorientierten Denken. Ja, auf meinem Kanal findest du ja viele Ideen, viele Kicks, kreative Kicks, wenn es um Hochsensibilität und Kreativität geht. Einfach mal reinschauen. Ich selber arbeite eigentlich fast täglich kreativ, einfach um auch ein Stück weit bei mir zu bleiben, um ein Stück weit mit meinen inneren Anteilen in Kontakt zu bleiben.
Wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Daumen hoch. Das lässt es leichter finden für andere Interessenten. Und wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Ja, weitere interessante Themen sind ja noch Einfühlungsvermögen von Hochsensiblen und wie kann ich mich effektiv schützen? Ja, weil viele Hochsensible, wenn sie rausgehen, wesentlich mehr spüren, empfinden, wenn sie mit ihren Mitmenschen zusammen sind. So kann ich oft die Depression von Klienten richtig erspüren, ja, oder auch Schizophrenie konnte ich, als ich mit schwerst psychisch Erkrankten gearbeitet habe, konnte ich die fast schon sehen, riechen, schmecken, fühlen. Aber dann natürlich auch die Frage, wie kann ich mich da effektiv schützen? Und ein großes Thema ist Hochsensibilität und Spiritualität. Viele Hochsensible sind natürlich auch sehr spirituell. Und die Frage ist, wenn euch das interessiert, schreibt mir einfach einen Kommentar rein, weil das wären dann so die Themen für die nächsten, also zwei Videos habe ich mir gedacht, könnten es werden für die nächsten Videos. Wenn dich das Thema heilsames Malen und hochsensible Persönlichkeiten interessiert, habe ich dir hier eine Playliste vorbereitet mit weiteren wirklich spannenden und interessanten Videos. Ich wünsche dir jetzt wirklich viel Erfolg und viel Spaß bei deiner persönlichen Umsetzung von heilsamen Malen. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann besuch mich gerne auf meiner Website. Die Beschreibung ist unten. Die Verlinkung ist unten in der Beschreibung. Nochmal. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß und viel Erfolg bei deiner persönlichen Umsetzung von heilsamen Malen. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann besuch mich gerne auf meiner Website. Die Verlinkung oder der Link befindet sich unten in der Beschreibung. Also viel Spaß und bis bald, deine Karin.